Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Ich entführe euch so ein bisschen in die Welt des Barbecues, Grillens und auch der Dutch Oven steht hier hoch im Kurs. Ich habe dazu eine Menge toller Rezepte hier auf meinem Kanal. Solltest du solche suchen, bist du hier genau richtig. Du kannst natürlich auch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Somit verpasst du kein neues Rezeptvideo, sofern ich eins hochlade. Heute ist wieder Beilagenzeit, denn wir werden uns ein paar leckere Western-Kartoffeln machen. Alles, was ihr zum Video wissen müsst, wie die genauen Mengen, das ausführliche Rezept, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir mit den Zutaten. Da starten wir mit unserem Hauptdarsteller, der Kartoffel. Diese sind jetzt hier nur geschält und ungekocht. Dann haben wir hier eine Gemüsezwiebel, diese schon mal halbiert. Der Bauchspeck wird dann hier so gedrittelt. Und wenn wir den gedrittelt haben, werden wir hier diese Scheiben noch einmal so hier halbieren. Würzen werden wir das Ganze hier mit meinem Bärenschiss, weil der ist dafür wie gemacht. Wer den Bärenschiss nicht hat und nicht kennt, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr den Link zu meinem Shop. Da könnt ihr euch den gerne gönnen. Somit supportet ihr meinen Kanal ein bisschen. Aber wie immer schreibe ich euch natürlich eine Ausweichmischung unten ins Rezept. Und zum Schluss brauchen wir noch ein Olivenöl. Das hier ist jetzt von Leo Natural. Das nutze ich jetzt schon eine ganze Zeit. Das ist richtig gut, richtig lecker und mild. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, früher war das Ganze in so schönen Blechdosen verpackt. Mittlerweile haben die ihre Optik geändert. Wir haben jetzt hier richtig schöne schwarze Glasflaschen. Ich denke mal, die machen optisch richtig schön was her. Das waren die Zutaten, war nicht wirklich viel, aber dafür wird es wieder richtig lecker. Ein bisschen was schnippeln müssen wir auch wieder. Dazu habe ich jetzt hier die Kartoffeln liegen. Dazu werden wir die jetzt erstmal hier so dritteln. Das heißt, wir gucken, dass wir da drei in etwa gleich große Scheiben rausbekommen. Wenn das jetzt so hier ist, ist das eigentlich schon perfekt. Dann müssen wir die nur wieder hier so zusammen machen, dass wir dann auch die Enden haben, die zusammengehören. Und das machen wir jetzt mit den restlichen Kartoffeln. Die Zwiebeln werden wir hier in etwas dickere Halbringe schneiden. Wenn das ungefähr diese Stärke hier hat, ist das perfekt. Das wäre dann auch soweit alles erledigt. Jetzt haben wir unsere Puzzleteile liegen. Jetzt müssen wir uns hier nur die Kartoffeln nehmen, legen uns das unterste Stück hier hin. Darauf packen wir eine Zwiebel. Dann kommt hier ein Zahnstocher rein. Da packen wir dann natürlich hier erstmal mittig das andere Stück von der Kartoffel drauf. Dann kommt hier unser Speck. Und zum Schluss kommt dann hier der Deckel von der Kartoffel. So, wenn das Ganze so aussieht, ist das schon perfekt. Dieser Schritt wäre dann erledigt. So sollten die Kartoffeln dann in etwa aussehen. Dann ist es perfekt. Die habe ich jetzt hier auf die Rosterhöhung von der Schwedenschale gestellt und diese natürlich in die Schwedenschale. Aber das können wir erstmal neben beiseite stellen. Denn im nächsten Schritt holen wir uns hier so eine Schüssel hin. In die Schüssel geben wir dann Olivenöl und zu dem Olivenöl dann eine Ladung von dem Bärenschiss. Jetzt werden wir das Ganze verpinseln. Da müsst ihr gucken, das Ganze soll so richtig schön zähflüssig werden. Also nicht zu flüssig. Wenn das jetzt die Konsistenz hat hier, ist das perfekt. Und damit pinseln wir jetzt noch unsere Kartoffeln ein. Da müsst ihr auch nicht sparen. Da ist es natürlich sinnig, wenn ihr da eine dritte Hand habt. Die könnt ihr dann schön mitlackieren. Auf jeden Fall werden wir die jetzt einmal komplett bepinseln und dann schauen wir uns die nochmal an. Auch der Schritt ist erledigt. Unsere Western-Kartoffeln werden dann fertig gewürzt von außen und damit können wir jetzt an den Grill. Dann stehen wir auch schon am Grill. Ich nutze dazu heute hier meinen Gasgrill. Der ist jetzt eingeregelt auf gute 170 Grad. Dazu habe ich mir den rechten und den linken Brenner angemacht, denn wir brauchen in der Mitte wieder so eine indirekte Zone. Nehmt ihr jetzt keinen Gasgrill, sondern eine Kugel oder sonstiges, macht euch da einfach eine indirekte Zone. Guckt, dass ihr die 170 Grad habt und dann läuft das. Und jetzt legen wir auf. Dazu nehmen wir uns dann hier wieder unsere Schwedenschale. Wow. Stellen uns die hier so mittig drauf, dass das quasi zwischen den zwei laufenden Brennern ist. Dann machen wir den Deckel schnell wieder zu. Jetzt will ich nur mal gucken, ob das passt.
passt hervorragend. Und die, denke ich mal, werden dann jetzt so gute 30 Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis sie gar sind. Aber wie immer gucken wir natürlich zwischendurch mal rein. Gute 30 Minuten sind rum, wir schauen uns die Kartoffeln mal an. Ich würde sagen, farblich sehen die schon mal perfekt aus. Jetzt machen wir es wie beim Kuchen. Ich habe hier einen Zahnstocher und wir pieken mal rein und gucken mal, wie fest der Widerstand ist. Ein bisschen was ist noch da. Obwohl hier geht es wiederum wie Butter. Da auch. Ja, ich gebe den jetzt auf jeden Fall noch mal 10 Minuten. Dann sollten die gar sein und wir sehen uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Gute 45 Minuten hat es jetzt gedauert. Unsere Western-Kartoffeln sind fertig. Hier stehen sie und so schauen sie aus. Ich würde sagen, optisch machen die richtig was her. Sind auch hier oben schön kross drauf. Von der Farbe her auch tipptopp. Hier ist ein bisschen dunkel geworden. Das war eine, die hat hinten gestanden. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, und jetzt werde ich aber mal versuchen, hier rein zu pieken. Und für euch mal einen Mittelschnitt machen. Weil die Kartoffel, die ist definitiv durch. Ah, ich komme nicht tief genug und rutscht es weg. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt schön den Spieß durchgeschnitten. Ich habe jetzt hier einmal fast alles drauf. Werde mir das jetzt nochmal zusammenbauen und dann werden wir probieren. Guten Appetit. Jetzt mal ein bisschen pusten. Und jetzt. So, haben wir diese Probierorgie auch wieder beendet. Dabei kann ich euch sagen, geschmacklich einfach nur mega. Wir haben hier einfach nur eine Kartoffel, die außenrum gut gewürzt ist, mittlerweile auch schön kross ist. Das heißt, wir haben außen eine richtig schöne Kruste drauf. Dazwischen ein dickeres Stück Speck plus die Zwiebel. Das allein im Kombo schon ist megamäßig. Dann noch so aufgeschichtet auf dem Teller. Perfekte Beilage. Dazu ein Steak oder was auch immer ihr dazu machen wollt. Ihr könnt es vielleicht auch wieder nur als Hauptspeise essen, weil viele werden ja sagen, oh Gott, da ist ein Stück Fleisch drin, das ist eine Hauptspeise. Da kann man dann vielleicht noch eine Sour Cream beimachen oder vielleicht Tzatziki nehmen. Macht sich, denke ich mal, auch richtig, richtig gut. Auf jeden Fall eine Nachmachempfehlung von mir. Hat das? Macht ihr das? Schreibt wie immer unten rein, wie hat es euch geschmeckt. So, dann sind wir auch für heute schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Echte Knaller. Ich bin auch. Jo, warte. Okay, ja. Ja, mehr dazu.